Was den, noch einen letzten Beitrag haben wir jetzt vor der Pause. Was den Podcast hier auszeichnet, ist, dass dann schon viel vor Ort passiert und gar nicht mehr so viel zu Hause im Heimstudio. Und das trifft auch auf den nächsten zu. Ich begrüße jetzt die Ulrike mit ihrem Exponiert-Podcast. Der wurde gestern schon mal kurz angesprochen. Ah, das ist ja hervorragend abgestimmt hier. Sehr gut, vorbildlich. Es geht, ihr könnt es selber lesen, um Podcasten in Museen. Herausforderungen, Scheitern und Erfolge. Wir wollen natürlich vor allem die Erfolge jetzt mal auch hören. Danke. Ja, hallo. Danke für die Vorstellung. Da kann ich das erste Kärtchen schon fast wieder daneben legen. So, warum? Also der Podcast entstand nach dem letzten PPW. Damals kam ich nochmal mit einer Idee. Jetzt habe ich schon 4 Folgen online gestellt. Auch dank dem PPW und vieler Leute, die da waren und diese Idee unterstützt haben. Warum habe ich mich ursprünglich dafür entschieden, überhaupt einen Museumspodcast zu machen? Ich habe Museumskunde studiert, studiere jetzt Technikgeschichte und bin schon immer total gerne ins Museum gegangen. Museen sind für mich ganz besondere Orte, weil dort Wissen vermittelt wird, aber auch neues Wissen entsteht, auch über die Inhalte hinaus, die Ausstellung überhaupt vermitteln will. Zum Beispiel, indem man mit jemand anders zusammen dorthin geht und sich mit ihm darüber unterhält, was es dort zu sehen gibt. Wenn man dort Erinnerungen austauscht, Assoziationen und Eindrücke. Ich habe mir vorgenommen, ich will versuchen, diese Gespräche aufzuzeichnen, um auch anderen zu zeigen, dass selbst ein total trocken wirkendes Museum sehr lebendig sein kann, wenn man mit dem richtigen Menschen hingeht. Mein Hauptziel ist dabei, dass die Menschen überhaupt vielleicht wieder mehr ins Museum gehen. Mein allererster Tweet von meinem Museumspodcast war, es gibt viel zu entdecken, ich will euch alle mitnehmen. Dieses Ding steht auf der Museumsinsel, zeigt so den Grundriss. Auf der Museumsinsel war ich bisher nur für den Mullmummer, ich arbeite dran. Bisher arbeite ich mich noch drumherum. Genau, Menschen sollen ins Museum, vielleicht hat man früher mal hat einem das mal irgendjemand verdorben? Daniela Ishorst vom Kunst und Horst Podcast hat neulich mal getwittert, gerade erklärt ein Lehrer, wie man sich im Museum verhält. Beim Ton würde mir die Lust auf Kunst aber auch vergehen. Sowas hört man ja öfter mal, warum Leute vielleicht nicht mehr ins Museum gehen, dass man da früher immer zu gezwungen wurde. Ich würde das gern wieder ein bisschen interessanter gestalten. Das ist das Hauptziel. Ich möchte auch einen Überblick geben darüber, was man in Berlin so alles Tolles besuchen kann. Ich möchte dabei nicht der nächste Audioguide sein. Das können die Museen ja ganz gut selber. Das soll auch eigentlich kein Ersatz dafür sein, ins Museum zu gehen. Es soll wirklich neugierig machen. Dann als museumsinteressierter, angehender Historiker ist es für mich auch eine Art und Weise, Ausstellungen zu dokumentieren, weil gerade Sonderausstellungen, das ist ja so nur für eine bestimmte Zeit stehen diese Objekte miteinander in einem Raum, die vorher eigentlich gar nichts miteinander zu tun hatten. Was ich für mich einfach spannend finde, vielleicht auch mal eine Quelle zu sein dafür, wie wurden mal Ausstellungen gemacht, wie wurde das damals wahrgenommen. Aber das ist mehr so für mich. Das gefällt mir daran. So, wie habe ich bisher versucht, dieses umzusetzen? Ich mache pro Folge, besuche ich ein Museum. Ich gehe mit einem Gast dorthin. Wir nehmen auf eine kurze Vorstellung vom Museum und voneinander vor dem Museum, dann gehen wir ins Museum, nehmen dort in der Ausstellung auf, setzen uns nach dem Museum nochmal zusammen und nehmen dann nochmal so eine kurze Rückschau darauf, was hat uns gefallen, was hat uns vielleicht nicht gefallen, ist das jetzt ein Ausflugstipp, den wir geben wollen oder nicht. Das ist jedenfalls das dann, was beim Hörer ankommt. Bisher habe ich 4 Episoden veröffentlicht. Die erste war im DDR-Museum. Da war ich mit Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast. Die Folge Nummer 2 war das Computerspielemuseum. Da war ich mit einer Kollegin, mit der Marina. Danach ging es in eine Ausstellung über zeitgenössische Kunst der Sami in den nordischen Botschaften. Folge Nummer 4, die aktuellste, war eine Crossover-Folge mit Daniela Ishorst. Da waren wir in der Van Gogh Alive Multimedia-Ausstellung. Dann ist gerade so die 5. Folge in Arbeit. Da möchte ich gerne das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen vorstellen.
Da erzähle ich gleich noch ein bisschen was zu. Das ist gerade eine kleine Herausforderung für mich. Was unterscheidet meinen Arbeitsablauf vielleicht von anderen Podcasts? Ich suche mir für jede Episode einen anderen Gast, der soll aber mit dem Museum, in das wir dann zusammen gehen, am allerliebsten überhaupt nichts zu tun haben. Also ich möchte mal nicht mit einem Experten irgendwie durchs Museum gehen. Es ist hilfreich, wenn ich ein bisschen was über seine Interessen weiß und ich auch ein bisschen den Menschen einschätzen kann, damit wir ein Gesprächsthema finden. Aber so im Grunde, ich möchte nicht mit dem Experten, ich will keine Führung durch das Museum bekommen. Das ist jetzt, wie ich es bisher versucht habe. Ich bin auf jeden Fall offen für Anregungen, Ideen. Es ist alles irgendwie so ein großer Versuchsballon für mich. Das Museum suche ich dahingehend aus, ein bisschen abhängig von Anknüpfungspunkten mit dem Gast. Er sollte es aber im besten Fall vielleicht noch nicht kennen oder lange nicht dort gewesen sein. Das Ganze soll ein bisschen spontan wirken und man soll die Ausstellung eigentlich mit mir zusammen entdecken. Ich mache dann, nachdem ich mit dem Museum einen Aufnahmetermin vereinbart habe, einen Vorbesuch. Den mache ich allein. Also ich bereite mich auf diese Ausstellung vor. Ich bin dort und mache mir ganz viele Notizen und mache auch schon die meisten Fotos, die ich, wenn ich sie benutzen darf, damit ich später, wenn wir Aufnahme machen, eigentlich nur noch mit dem Gast zusammen Fotos machen muss. Das nimmt mir so ein bisschen Arbeit ab, mich auf alles gleichzeitig zu konzentrieren. Die Aufnahme ist immer sehr gedanklich fordernd. So, das ist das, was vielleicht anders ist als bei einem Podcast, den man irgendwie zu Hause aufnimmt. Die Technik muss auch mobil sein. Ich hatte keine eigene Erfahrung. Das ist das, womit ich gelernt habe, wie man damit umgeht. Danke, Martin, für dass du mir das damals so aufgemalt hast. Ich gehe rum. Damals, das war noch sein H6, ich mache es jetzt mittlerweile mit einem H4 und mit zwei Beyerdynamic Headsets. Das Zoom-Gerät kommt noch auf so einen kleinen Tragegriff aufgeschraubt. Den trage ich dann, habe mein Headset auf und der Gast muss dann sich nur um sein eigenes Headset kümmern. Mit dem Setup bin ich eigentlich soweit auch ganz zufrieden. Die eingebauten Mikros vom Zoom nehmen auch noch die Atmosphäre auf, plus die beiden Sprecher. Das sind dann zum Schluss alles einzelne Spuren. Genau, ich wollte, dass es mobil ist. Was bei dem Setup nicht so ganz, also was immer am Anfang Schwierigkeiten macht, ist, wenn der Gast noch nie so ein Headset auf hatte. Das Ding ist halt irgendwie relativ auffällig und dann mit so einem Technik auf, so mit so einem Equipment durch ein Museum zu gehen, wenn man das noch nie gemacht hat, ist, glaube ich, schon eine Überwindung, hat es mich damals auch gekostet. Im Nachhinein kam aber eigentlich immer das Feedback, dass das überraschend doch gut war, dass man sich irgendwie besser ins Gespräch vertiefen konnte und auch dadurch, dass man sich ja gleichzeitig nochmal selber hört. Das andere wurde ein bisschen ausgeblendet und es wurde mir immer zurückgemeldet, eigentlich ist man da auch ein bisschen mehr beieinander als vielleicht bei anderen Sachen. Ich finde auch gut, dass jemand, der dann keine Mikrofonerfahrung hat, nicht darauf achten muss, drehe ich meinen Kopf gerade vom Mikrofon weg und gestikuliere gerade im Museum irgendwie vor mich hin. Und das wäre, glaube ich, dann für den Hörer einfach ein bisschen blöd. Und mit dem zwar großen Headset, aber irgendwie funktioniert es. Ich wäre aber, falls jemand mal mit mobilen Mikrofonen vielleicht mal mit mir eine Probeaufnahme machen möchte, herbeziehen, lass uns das doch auch mal endlich in Angriff nehmen. Vielleicht hast du ja noch einen besseren Tipp für mich. So, das war soweit die Technik. Die Frage, die mir am häufigsten gestellt wurde, über die ich mir am Anfang überhaupt keine Gedanken gemacht habe, ist, wie kommst du eigentlich an die Museen? Ich dachte, das wird schon irgendwie klappen und habe mich immer gewundert, warum die Frage als erstes kommt. Jetzt weiß ich es mittlerweile auch ein bisschen, ist doch gar nicht so einfach. Die Museen reagieren sehr, sehr, sehr unterschiedlich auf meine Anfragen. Ich versuche es eigentlich immer als erstes über die offizielle E-Mail-Adresse der Pressestelle. Manchmal kam über diesen Kanal keine Reaktion, dann aber unerwarteterweise total freundlich und fast sofort über irgendeinen Social-Media-Kanal. Das fand ich dann auch immer sehr interessant. Wenn dann darüber eine Zusage kam, dann war es auch wirklich meistens kein Problem. Meistens gab es dann auch irgendwie noch
freie Eintrittskarten oder 2 für 1 und die Mitarbeiter werden informiert, damit mich keiner während der Aufnahme auf die Technik anspricht oder was ich denn da gerade treiben würde. Das ist dann so die gute Variante. Die ein bisschen aufwendigere ist dann, dass dann wirklich viele, viele Rückfragen kommen, die sich komischerweise dann aber auch immer ähneln. Die Fragen sind oft, wollen Sie Interviews mit den Mitarbeitern des Museums führen? Wollen Sie das Audiomaterial also aufnehmen, was wir dort bereitstellen? Wollen Sie Interviews mit anderen Besuchern führen? Und wer bitte ist der Gast, mit dem Sie durch die Ausstellung gehen? Also das sind so die Fragen, die irgendwie immer wieder kommen und die auch immer ein bisschen skeptisch klingen. Und darüber muss ich dann meistens wirklich lange E-Mails mit Links rumschicken und dann manchmal kommt dann eine Zusage. Ich hatte bisher erst wirklich eine Absage, keine Aufnahme in unserer Ausstellung bisher. Manchmal wurde auch wirklich, wenn es so ein großer Verbund ist, der mehrere Museen betreut, dann wirklich müsste ich eigentlich noch eine Projektbeschreibung abgeben, Antrag ausfüllen auf Audioaufnahme. Wenn es mal schnell gehen musste, habe ich es auch schon mal per Telefon probiert, aber damit habe ich das Gefühl, komme ich immer so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Dann kommt oft so, also so eine Anfrage hatten wir jetzt echt noch gar nicht. Wieso wollen Sie denn eine Audioaufnahme im Museum machen? Die Frage muss dann irgendwie manchmal gefühlt irgendwie noch durchs Haus. Und also ich werde es weiterhin, glaube ich, eher auf dem schriftlichen Weg probieren. Dann können die sich die Links und sowas erstmal angucken. Weil ich hätte gedacht, irgendwie das funktioniert einfacher. Ich meine, ich könnte ja auch im Nachhinein übers Museum berichten, ob ich es jetzt in der Ausstellung jetzt vielleicht im schlimmsten Fall schlecht darüber reden würde oder im Nachhinein hätte ich gedacht, macht ja vielleicht gar keinen Unterschied. Also ich habe schon einige Zusagen erhalten, erst eine Absage und es gab neulich dann sogar mal ein Angebot quasi, was ich bekommen habe, was mich wirklich sehr gefreut hat, als es bei Twitter mal erwähnt wurde und dann gleich, komm gern vorbei, wir freuen uns, kam noch die E-Mail-Adresse hinterher. Das werde ich dann auf jeden Fall auch mal in Angriff nehmen. Also es geht von Absage bis, ach bitte, komm doch vorbei, gibt's irgendwie alles. Hätte ich nicht gedacht, dass das so unterschiedlich ist. Dann die Frage, wie man es macht, so ein eher visuelles Erlebnis wie ein Ausstellungsbesuch in einem Podcast zu übersetzen. Ausstellungen sind ja eigentlich dafür gemacht, also früher war es ja eher so wirklich nur anschauen, kontemplierendes Dastehen und Betrachten. Heute versucht man ja immer so mehrere Sinne anzusprechen. Das bisherige Audioangebot war ja meistens der Audioguide, aber auch der ist daran geknüpft, dass man dort ist, vor Ort ist und sich die Objekte nebenbei angucken kann. Für Leute, die nicht sehen können, nutzt man ja auch gerne, dass man dann so Tastführungen macht und muss dann aber auch vor dem Objekt stehen. So, wie kriege ich das jetzt mit meinem Podcast hin oder wie habe ich es bisher versucht? Ich habe mich darauf konzentriert zu versuchen, die Stimmung einzufangen, die Atmosphäre, die dort herrscht und zu beschreiben, worüber man sich unterhält. Also darauf zu achten, das ist mir so in der ersten Folge noch wirklich schwer gefallen. Das ist mir später dann aufgefallen, dass da auf Martin noch eingesprungen ist und mich dann gefragt hat, ja, beschreib doch mal, was du siehst. Das ist mir, ich stand ja da in der Ausstellung, warum sollte ich das da groß beschreiben? Das war für mich so als Neupodcaster, das ist ja mein erstes eigenes Projekt, das war echt ungewohnt. Aber das funktionierte dann pro Folge auch einfach immer besser. Ich mache es auch so, dass ich dann im Vorbesuch schon super viele Notizen mache. Da habe ich dann auch Seiten, wo ich notiere, was gibt es dort zu hören, was gibt es dort zu sehen, was bietet Gesprächsstoff, falls mir mal mit dem Gast, den ich habe, nichts mehr einfallen sollte. Also steckt wirklich auch viel Vorbereitungszeit dahinter. Welche Objekte sind stumm, aber besprechenswert und erfordern dann wirklich, dass man sich damit noch irgendwie anders auseinandersetzt. Dann so eine Ausstellung ist ja dafür gemacht, um Aufmerksamkeit zu erregen und auf bestimmte Sachen zu lenken. Und das merkt man dann auch, wenn man dort ist und sich unterhält und dann plötzlich, oh, und da drüben so mitten im Gespräch und dann bringt man auch manchmal einen Satz einfach nicht zu. Und das fällt mir dann irgendwann im Schnitt auf. Und ich merke dann, irgendwie hat man in der Mitte vom Thema den Faden verloren und dann muss ich irgendwie manchmal, hat man sich vorher nett unterhalten und was Tolles erzählt und dann kann ich das Ding irgendwie wegnehmen, weil man zwischendurch den Faden verloren hat und muss es dann rausschneiden. Also darauf nebenbei zu achten, während man durch die Ausstellung geht, ist ziemlich schwierig. Die ersten 2 Folgen waren in Museen, die ich auch, das waren absichtlich welche, die recht laut waren. Also DDR-Museum, Computerspielemuseum. Da wusste ich, da ist schon mal das Feeling da. Da klingt es laut, da läuft Musik, da sprechen einen auch manchmal Leute rein, obwohl man irgendwie Kopfhörer auf hat und da anscheinend gerade was aufnimmt. Aber es war immer lebendig. Da konnte ich mich so ein bisschen drauf ausruhen. Dann hatte ich Angst davor,
was mache ich, wenn ich ins Kunstmuseum gehe? Da ist es still und da muss man sich wirklich nur aufs Gespräch konzentrieren. Hat dann aber mit der Sami Contemporary doch erstaunlich auch gut geklappt. Wenn man dann wirklich darauf achtet, alles zu beschreiben und auch mal den Gast nachzufragen, wie hast du das jetzt empfunden, was sagt dir das? Ich verzichte aber auch nicht ganz auf visuelle Hilfsmittel. Ich mache, wenn ich darf, immer eine Bildergalerie und ausführliche Shownotes. Also wenn man das Gefühl hat, man möchte dazu mehr wissen und was sehen, dann kann man das auf meiner Webseite finden. Ich kann also als Fazit sagen, dass ich es, glaube ich, nicht schaffe, dem Hörer vielleicht so ein visuelles Erlebnis vors Auge zu führen, aber vielleicht so, dass er sich ein eigenes Bild machen kann oder vor Ort machen will. Das ist dann ja auch das Ziel, was ich eigentlich erreichen will. Ich will es ihm ja nicht vormalen mit Worten, sondern er soll ja eigentlich hingehen wollen. Habe ich mit diesem Format jetzt das Universalkonzept gefunden, um Museen und Ausstellungen vorzustellen? Jetzt in meiner 5. Folge komme ich das erste Mal an den Punkt, wo ich mit dem Konzept an Grenzen stoße und jetzt versuchen muss, das irgendwie mal anders zu machen. Also ich habe ja schon kurz gesagt, ich wollte ins Stasi-Gefängnis. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das war so ähnlich wie mit den Kunstmuseen. Ich habe vor mir hergeschoben, was zu verpodcasten, was man vielleicht zum Teil auch nur mit einer Führung besuchen kann. Weil ich will die Führung nicht aufnehmen. Das soll der Mensch machen, der da der Guide ist. Und sich währenddessen zu unterhalten, ist irgendwie unhöflich. Also wie kann ich eine Führung über ein Gelände irgendwie verpodcasten? Im Stasi-Gefängnis habe ich mir dann danach 2 Leute geschnappt, die mit mir in der Gruppe waren, habe die nach ihren Eindrücken gefragt und weil das damals ein Zeitzeuge war, der durch dieses Stasi-Gefängnis führt, ist da emotional viel hängen geblieben und dadurch hatten die dann auch viel zu berichten. Das, finde ich, hat sogar soweit ganz gut geklappt. Ich frage mich, wie ich das noch machen werde, zum Beispiel mit den Unterwelten, da will ich auch eigentlich unbedingt hin, da war ich am letzten Samstag mal, das ist aber eine Faktenführung. Die haben das mal auswendig gelernt und jetzt weiß ich noch nicht so genau, wie frage ich die Leute ab, die mit mir in der Gruppe waren. Kann ich jetzt nicht Fakten abfragen, die sollen ja da keine Hausaufgaben machen, aber wie kann man trotzdem vermitteln, was ist da unten abgelaufen? Das wird dann die nächste Herausforderung werden. Stasi-Gefängnis hat mir auch gleich noch ein zweites Konzeptproblem gebracht. In der Dauerausstellung gibt es Audioeinspieler, die sehr regelmäßig, sehr laut und einander überlappend aus verschiedenen Räumen immer wieder eingespielt werden. In der Van Gogh-Live-Ausstellung hat es noch ganz gut geklappt, da lief ja die ganze Zeit eine Stunde lang Musik. Das habe ich noch irgendwie so mit ziemlich viel Schnippeln, immer so mit laut und leise und irgendwie zusammengekriegt. Es war super aufwendig, hat aber irgendwie geklappt. Ich habe jetzt aber das Gefühl, im Stasi-Gefängnis durch diese sich auch immer wieder wiederholenden Ansagen, die man irgendwann so nach 1-2 Stunden auch auswendig konnte und immer nur auf die Spinne gewartet hat, die dann wieder durch den Raum getragen wurde. Ich glaube, ich kriege das dort nicht hin, vor Ort aufzunehmen und da ein ordentliches Gespräch hinzukriegen. Dann das Ganze im Nachhinein aufzunehmen, empfand ich, wir haben es versucht, als super schwierig. Habe ich dann noch irgendwie abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht so einfach, wie im Museum aufzunehmen. Es fehlte so die spontanen Assoziationen, das Raumgefühl, die spontanen Assoziationen, die man einfach mit irgendwas hat, was einen an irgendwas erinnert. Das war einfach überraschend schwer für mich. Wer das schon mal geschafft hat, ist Daniela von Kunst und Horst, die hat in ihrer Richard der Dritten Episode, weiß nicht, wer die gehört hat, über ein Theaterstück beschrieben im Nachhinein und die hat das so super lebendig erzählt, das ist irgendwie mein großes Vorbild, so will ich das auch mal machen, aber da will ich noch hinkommen, also da werde ich nochmal einen Angriff nehmen, diese Aufnahme irgendwie nochmal fertig zu machen, also das kann ich nur empfehlen, die Folge über Richard den Dritten, dass man nicht da unbedingt vor Ort gewesen sein muss, vielleicht versuche ich es dann wirklich mal mit diesem Format. Müssten so langsam zum Ende kommen. Ja, ist nicht. Ich beeil mich, sorry. Museumspodcast mit einem Konzept zu bespielen, wird mir also nicht so ganz gelingen. Ich werde da auch abweichen müssen, falls da jemand Ideen hat, wie man das als Hörer vielleicht auch mal hören würde. Das würde mich sehr interessieren, darf man mich gerne mal drauf ansprechen. Dann noch vielleicht noch kurz Sachen, an denen ich noch weiter gescheitert bin. Von der Absage hatte ich euch schon erzählt. Dann hat mir auch gern mal die Techniken Strich durch die Rechnung gemacht. Kurzschlüsse in den Y-Kabeln, in den Adaptern, die man dann im Fazit, wenn man draußen im Mobil unterwegs war, die ganze Zeit auf Spannung halten musste, um sich noch gegenseitig zu hören und weiter aufnehmen zu können, hatte ich bei Mathilda und Daniela. Bei der Aufnahme mit Mathilda musste ich einen zweiten Aufnahmetermin vereinbaren und hingehen und sagen, nee, ich habe die Technik nicht im Griff. Das war peinlich und blöd, aber
ja, an der Technik, da kann vielleicht noch ein bisschen dran rumgefeilt werden. Das ist noch nicht genau das, wie das ist einfach zuverlässig funktioniert. Da bin ich im Troubleshooten auch nicht gut genug. Was ich total unterschätzt habe, ist der Zeitaufwand. Ein Nachmittag Vorbesuch, dann ein Nachmittag Aufnahme und bestimmt ein ganzes Wochenende mache ich irgendwie Schnitt und Metadaten. Und ich glaube, ich krieg's auch nicht hin, diesen 4-Wochen-Rhythmus beizubehalten. Ich überlege, den echt auf 6 Wochen auszudehnen, weil das echt ein super aufwendiges Format ist. Und ich denke immer, ja, bei der nächsten Folge hast du Routine, da wird es bestimmt besser klappen. Ist aber nicht. Jedes Mal ist irgendwas anders, denn diese Musik im Hintergrund oder jetzt mit den Führungen das einzubauen, ist irgendwie jedes Mal neu und jedes Mal wieder aufregend, aber auch jedes Mal super zeitaufwendig. So, dann noch kurz zu den Erfolgen. Es wurde von den Museen gerne aufgegriffen, was ich da gemacht habe, und wurde auf eigenen Kanälen auch gern und wiederholt weiterverbreitet. Ich habe auch von Museen Dankes-E-Mails bekommen, dass das für sie quasi so wertvoll wäre wie eine Besucherumfrage. Und ich habe ja Museumskunde studiert und ich finde es jetzt auch nicht schlecht, wenn ich schon mal was Positives in den Berliner Museen gemacht habe. Vielleicht hält mir das ja auch mal eine Tür offen, das fände ich natürlich auch richtig schön. Dann auch, dass die Idee für diesen Museumspodcast gerade bei euch beim letzten PPW auf so großes Interesse gestoßen ist und auch viele von euch die Werbetrommel gerührt haben, war ein super Start. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle, die mich gefeatured haben, mit mir über die Idee gesprochen haben und das einfach in die Welt rausgetragen haben. Das war einfach bombastisch. Dann natürlich hat auch manchmal das geklappt, was ich mir auch erhofft hatte. Am Vormittag den Podcast gehört, am Nachmittag die Kinder geschnappt und ab ins Computerspielemuseum. Danke für den Podcast. So, das ist das, was ich erreichen wollte und was ich auch gerne hören würde. Oder auch Leute, die nicht vor Ort sind, wie zum Beispiel der obere Tweet über die Van Gogh-Ausstellung. Hat sie nicht geschafft hinzugehen, das hat sie noch erzählt, aber sie meinte so, die über den Podcast zu hören, hat zumindest einen Eindruck gegeben und fand das schön. Dann beende ich den Vortrag mit dem, wie ich auch meine Folgen beende. Auf bald, eure Ulrike, und wer vielleicht Ideen und Anregungen für mich hat, was ich da noch beachten könnte, kann gern auf mich zukommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir würden zumindest 1-2 kurze Fragen zulassen. Erstmal schönen Dank. Ist ein tolles Projekt, auch weil es auch mal wieder was Neues ausprobiert, finde ich, und so ein bisschen von den Standardkonzepten abweicht. Eine Frage eine Anregung zu dem Problem, was du im DDR-Museum hattest. Was spricht denn dagegen, mit so einem Zeitzeugen einfach zu zweit durch die Ausstellung zu laufen? Also machen sowas die Museen prinzipiell nicht, weil das ist ja eigentlich auch eine PR-Maßnahme, da jemanden für eine Stunde für dich bereitzustellen. Na, der Zeitzeuge macht ja im Stasi-Museum die Führung. Und das ist das Konzept, was die Führungen da machen. Und ich wüsste nicht, was das Museum davon hätte, mir das aufnehmen zu lassen. Und dann könnte man sich das ja vor Ort oder als Audioguide irgendwie mitnehmen. Also ich will den Menschen auch nicht ihre Arbeit wegnehmen. Die dann, wenn die woanders mal so ein Interview geben über das, was sie erlebt haben, das fände ich gut, aber irgendwie so mit dem Experten, ich möchte halt eigentlich keine Führung bekommen, ich möchte irgendwie so ganz neue Anregungen bekommen, vielleicht auch Sachen, über die man zu zweit noch nie nachgedacht hat. So gerade in Kunstmuseen ist es dann schon passiert, dass da irgendwie was ganz Neues irgendwie aufgepoppt ist, und ich hätte irgendwie Angst, dass es bei den Experten, dass die so in ihrem Thema so drinstecken und ich nur so aha sagen kann. Okay, vielen Dank.